Guten Morgen. Ein bisschen rein hessisches Toskana-Feeling im Hintergrund. Zwei Hochzeitstage und ein Tauftag stehen heute bei mir im Kalender. Meine Medienhauskollegin Rita und ihr Mann Stefan haben dritten Hochzeitstag. Mein Bruder Michael in Brüssel und seine Frau Stefanie haben heute 14. Hochzeitstag. Und damals bei der Trauung wurde auch ihr ältester Sohn Oskar getauft. Alles Liebe für euch. Und weil Michael 10 Minuten nach seinem Zwillingsbruder Christian damals in Beirut im Libanon geboren wurde, hier zwei Texte des libanesischen christlichen Dichters und Denkers Khalil Gibran. Er hat geschrieben über die Liebe. Wenn euch die Liebe winkt, so folgt ihr, obwohl ihre Wege hart und steil sind. Wenn ihre Flügel euch umhüllen, dann gebt euch ihr hin, obwohl das Schwert versteckt unter ihren Flügeln euch verwunden mag. So wie die Liebe euch krönt, so wird sie euch kreuzigen. So wie die Liebe euch wachsen lässt, so wird sie euch beschneiden. Liebe gibt nichts als sich selbst und sie nimmt nichts außer von sich selbst. Liebe besitzt nicht, noch wird sie besetzen, denn für die Liebe ist die Liebe genug. Und über die Kinder schreibt Khalil Gibran, eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Ihr könnt ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihr könnt ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen, denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen. Ihr könnt euch bemühen zu sein wie sie, aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen. Denn das Leben verläuft nicht rückwärts, noch verweilt es im Gestern. Ihr seid der Bogen, von dem aus eure Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden. Lasst euren Bogen in der Hand des Schützen auf Freude gerichtet sein. Darüber kann man trefflich diskutieren, ob das so ist. Ich finde, Khalil Gibran benennt Aspekte, die ich kenne. Seid behütet heute und hier kommt ein schönes, zartes Morgenrot für euch.